ziemlich schnell hat sich auch eine Kommunikation aufgebaut über den Rampot. Was na klar super wäre, wenn Sie auf diesem Tisch jetzt was bewegen könnten. Die Ruine Hohenberg ist das Wahrzeichen von Tuttlingen und prägt mit ihren charakteristischen Türmen das Stadtbild. Geschichtlich gesehen ist der Hohenberg als erste Festungsanlage auf württembergischem Territorium von besonderem bauhistorischen Wert. 1995 wird der namentlich bekannte Hohenbergsommer, ein Musikfestival innerhalb der Mauern der Ruine, ins Leben gerufen. Ja, es ist so, Eberhard im Barde wollte seine Grenze schützen, und zwar das neu erworbene Tuttlingen. Er hat dann im Jahre 1460 hier diese Festung erbaut, zur quasi Sicherstellung seines Landes Württemberg. Die Festung als solches hat bestanden bis zum Dreißigjährigen Krieg. Und wurde dann x-mal quasi belagert und auch eingenommen. Und dann hat 1643 der von Hohentwiel, von der Festungskommandeur Wieland, die Festung aufgegeben, und damit der Feind hier sich nicht verschanzen kann, wenn er sie erobert. Ja, die Schlacht von Tuttlingen, das war 1643, also war so, dass also die Franzosen sich hier eingenistet haben, um zu überwintern, und am 23. November 1643 haben das die Habsburger, also kaiserlich, mit den Bayern erfahren. Und sind dann bei sehr starkem Schneetreiben, haben sie quasi hier die Franzosen überfallen. Die haben gerade ein Fest gehabt, die Frauen und Kinder waren auch hier. Und da gab es dann rund 4000 Tote und 7.000, 8.000 Gefangene. Und die haben einen Fehler gemacht, die haben unterhalb des Hohenbergs ihre ganze Pulver und Kanonen gelagert gehabt, sodass sie da nicht Zugriff hatten, und da konnten sie sich auch nicht verteidigen. Das Kistemännli als solches, das war also auch ein Vogt. Da gibt es ein schönes Gedicht, aber das wäre jetzt vielleicht doch zu lang, wenn ich das erzählen würde. Der hat natürlich nicht nur den Zehnten eingetrieben, weil man muss sich so vorstellen, der Vogt war die verlängerte
Arm des Grafen damals und hat also bei den Bauern immer den Zehnten er hat immer dann mehr eingesammelt und hat dann Reichtümer angehäuft. Und eines Tages ging er dann wieder in seinen Schatzkeller und hat seine sogenannten Goldstücke gezählt. Und da ist also durch irgendetwas die Tür zugeflogen, aber die Tür hat natürlich ein Tücke gehabt. Sie war innen ohne Schloss, das heißt, er konnte sie nicht mehr aufmachen. Also ist er dort. Und gehört hatten auch niemand, die Mauern sind ja hier 2 Meter dick. Und dann ist er elend verhungert und verdurstet. Und dann musste er, das heißt sein Geist, musste nachher dieses Unrecht, was er zu Lebzeiten getan hat, wieder gut machen. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Das ist für die Nachtsichtkameras Infrarotlicht und das verstärkt. Angenehm hier. Also natürlich, wir haben Bombenwetter, dadurch ist es auch gar kein Problem, hier draußen zu sitzen und also Open PU, sagen wir jetzt mal, teilweise. Ja, und im Moment finde ich es richtig angenehm hier. War es eine technische Herausforderung, da die 2 Türme dementsprechend auseinander liegen, wir natürlich nur eine gewisse Zahl von Meter an Kabel zur Verfügung haben und so haben wir uns jetzt einfach dazu entschieden, die Base ist mitten auf dem Hof und einer von uns muss natürlich zur Überwachung dranbleiben, weil hier ist öffentlich begehbar und dadurch muss Sicherheit gegeben werden und einer von uns muss halt überwachen. Okay. Die Burg ist eine Ruine, also sehr ruinös, also da gibt es also nicht viele Räumlichkeiten, die man untersuchen kann, wenn man so von geschlossenen Räumen sprechen kann. Die 2 Türme sind na klar hier so für uns jetzt erstmal mega im Fokus, aber das Areal ist hier schon riesig. Also wir können auch in den Keller, da gehen wir nachher logischerweise auch hin. Und wir müssen gucken, wie schon Peps erwähnt hat, es ist hier öffentlich zugänglich. Wir haben zwar alles abgesperrt, abgesichert vor allem, dass wir da nicht unbedingt belästigt werden, sage ich jetzt mal in dem Sinn. Aber es ist schon eine Herausforderung, auch PU-technisch, weil es ist eine Open PU, was für uns ja eher sogar ungewöhnlich ist, weil solche Locations besucht man eigentlich eher selten. Also man hört na klar die Geschichte, da hört man schon genau hin, was ist hier so geschehen, was ist so geschichtlich so hier passiert. Klar, die Sage des Kistenmännle, das ist für uns immer auch sehr interessant.
Aber es ist, wie gesagt, auch nur eine Sage. Wir haben jetzt auch in manchen Bereichen im Turm einen Move-Test aufgebaut, der explizit auf diese Sage ein bisschen hin fixiert ist. Aber ja, was passiert? Ja, wie man so immer so schön sagt, wir müssen uns überraschen lassen. Wir begannen die Untersuchung nun in einen der beiden Türme, wo auch besagtes Kistenmännle heimisch sein soll. Peps blieb an der Base allein im Innenhof und überwachte von dort aus das Ganze. Alle auf Go? Ja. Die Tiergeräte laufen, oder? Ja. Sit in im Kistmännle-Turm ganz oben. 22 Uhr und 12 Minuten. Zur näheren Erklärung. Sonja sitzt zu diesem Zeitpunkt ganz unten im Turm. Ja. Wo? Draußen? Draußen? Draußen. Echt? Einfach draußen. Hat Pets eine Handcam? Nee. Die Aufnahme läuft. Sunny positionierte nun noch eine weitere IR-Cam, die nun den Remput im Innenhof überwachen sollte. Während wir oben im Turm auf Sunny gewartet haben, passierte nun Folgendes. Paraskop. Und gleich grün. Oh, kommt jemand die Treppen hoch? Paraskop reagiert hier gerade komischerweise nur mit grün. Andersrum, normalerweise wäre es rot. Da ist sogar eins im Orange. Hallo, jemand da? Willkommen! Ah! Mach mal bitte das Licht, Paraskop reagiert hier gerade. Sonja, mach schon mal das Licht aus, bitte. Paraskop geht nicht aus, Paraskop geht es nicht. Danke. Paraskop Abstand, ja. Komischerweise erst in grün. Und dann jetzt in Rot. Okay. Gerade andersrum. Direkt am Move-Test. Genau beim Move-Test dort. Alles gut? Ja. Einen schönen guten Abend, wenn jemand mit uns hier in der Runde steht. Wir haben hier einen Tisch aufgebaut. Können Sie sich umschauen, was da so drauf ist? Vielleicht gefällt Ihnen ja irgendwas, eine Münze. Können Sie sich gerne eine nehmen, wenn Sie möchten. Es bleibt sogar Richtung Move-Test stehen, konstant. Schauen Sie sich ruhig in Ruhe um, was wir da mitgebracht haben. Und ich möchte mich logischerweise auch vorstellen, wenn Sie nicht schon wissen, wer ich bin. Ich bin der Micha. Ich würde interessieren, wie Sie heißen. Eine Bierflasche draußen. Rot konstant. Jetzt geht's wieder zurück. Paraskop läuft wieder in die andere Richtung. Ja, interessant.
bleibt im roten Bereich. Weg. Nee, doch nicht. Schauen Sie sich ruhig um, wer hier so ist. Warst du bitte mal, ob es die gleiche Person ist, die hier gerade draußen mit dem Rampart gespielt hat? Ja. Das kam von dir unten, oder? Von dir? Nein. Dann war es vom Zwischenstock. Ja. Dann war es das Stockwerk über mir. Kannst du bitte nochmal kommen? Bitte nochmal kommen. Wir sind heute hier, um ein bisschen mehr über Sie und Ihre Geschichte zu erfahren. Vielleicht möchten Sie ja nochmal zu uns hochkommen. Wir haben hier auch verschiedene Sachen aufgebaut, womit wir Sie sehen und hören können. Da müssen Sie auch keine Angst davor haben. Das sind einfach ein paar moderne Sachen, die Sie wahrscheinlich noch nicht kennen. Wir haben hier auf dem Boden zum Beispiel was stehen. Wenn Sie hier in die Nähe kommen, macht es ein Geräusch. Oder wir haben vor der Treppe haben wir zwei kleine Lichtlein stehen. Wenn Sie die berühren, gehen die auch an. Oder Sie können auch einfach ganz laut etwas sagen. Vielleicht kann das der Amir, der gerade kniet, vielleicht auch hören. Wird geklopft? Ich habe gedacht, das warst du mit dem Fuß. Also wenn ich das hat so angehört, wie wenn es von da unten kommt, neben dem Fuß. War das gerade eine Stimme? Ich habe gerade das Frühstück gehört. So. Ja, ich auch. Sonja, redest du? Nein. Periscope. Es freut mich, dass Sie nochmal zu uns hochgekommen sind. Sie dürfen auch ruhig bei uns bleiben, auch ein bisschen näher kommen. Wir tun Ihnen nichts. Wir haben auch keine Angst vor Ihnen. Sie dürfen sich ruhig ein bisschen hier umgucken und vielleicht können Sie ja auch uns noch etwas anders zeigen, dass Sie da sind, indem Sie was bewegen oder ein lautes Geräusch machen. Sind Sie gerade bei Selina? Bauch, Micha. Kennen Sie Selina? Dass Sie gerade in Ihrer Richtung stehen bleiben. Als nächstes gingen wir in einen Bereich der Burg, wo früher sich viele Soldaten aufgehalten und vielleicht auch Kämpfe stattgefunden haben. Wie laufen Sie denn hin? Wir sind hier auf dem Appellplatz, hier sind Wirtschaftsgebäude gewesen, hier ist die zentrale Sammelstelle für Soldaten gewesen, hier sind aber auch noch Verteidigungswerke, hinter mir dieser Kanonenturm, auf der Seite ist auch nochmal ein Kanonenturm. Also wir sind hier an dem Teil der Festung, der am ehesten eingerannt worden ist bei einem Angriff. Steht irgendjemand jetzt hier mit uns in der Runde?
Wenn ja, kannst du uns sagen, wie viel du von uns hier siehst? Wenn Sie wollen, dürfen Sie gern zu uns herantreten, weil vor uns, das ist für uns sehr hilfreich, sind Geräte, die uns anzeigen, dass jemand da ist. Wir können sie so leider nicht sehen. Sie können eine Antenne hier berühren, dann hören wir sie akustisch. Sie können auch an das andere Gerät herantreten, dann sehen wir das farblich. Parlez-vous français? Oh. Wenn Sie das jetzt gerade gewesen sind, könnten Sie das bitte noch einmal wiederholen? Sie müssen keine Angst haben. Sie dürfen gerne einfach näher zu mir kommen. Nichts von dem, was hier leuchtet, kann Ihnen etwas antun. Kommen Sie bitte noch mal zu mir. In meine Nähe. Hört das Kopfhörer? Ja, war Stimmen dran. Das war unten. Wenn Sie noch mal zu uns kommen, hier in diesen Kreis oder zu mir, dann kann es wieder passieren, dass hier ein Licht angeht oder ein Geräusch ertönt. Licht oder dieses Geräusch zeigt uns nur, dass sie da sind. Wir können sie nicht sehen. Wir können sie nicht hören. Oh. Okay. Sind Sie das wieder? Wenn Sie die Person sind, von der ich glaube, dass sie hier ist, vielleicht können wir ja versuchen, zu kommunizieren. Sind Sie ein Soldat? Dann treten Sie bitte an dieses Gerät heran, das das Geräusch macht. Okay. Oh, alles gut. Niemand tut Ihnen was oder saugen Sie Energie. Es ist alles in Ordnung. Hä? Können Sie bitte von dem Gerät wieder zurücktreten und aufhören? Können Sie bitte ganz von dem Gerät zurücktreten und aufhören? Kommen Sie bitte wieder näher an das Gerät heran? Krass. Vielen Dank. Sind Sie ein Soldat, der hier gedient hat? Sind Sie jemand, der diese Festung angegriffen hat? Sind Sie beim Angriff auf diese Festung gestorben? War das im 30-jährigen Krieg, als diese Festung gefallen ist? Hallo? Antenne oder so von Ihrem Beeinfluss kann es nicht sein, oder? Wobei es jetzt die ganze Zeit ruhig war, ne?
Hängt da irgend so ein Viech dran? Nö. Jetzt ist weg. Anni setzte nun noch eine App ein, die wir in vergangenen Untersuchungen bereits ausprobiert haben und wir in dieser Testphase schauen wollten, ob wir auch hier Antworten vor Ort bekommen. Haben Sie damals hier gewohnt oder hier gekämpft? War das ein Jahr? Kann ein Jahr gewesen sein. Haben Sie hier gelebt? Das ist Französisch, oder? Train. Das ist Englisch. Ich habe gerade 40 Age gehört. Können Sie vielleicht wieder versuchen, Deutsch mit uns zu reden, dass wir besser uns miteinander verständigen können? No. Uns, wenn Sie uns sehen. What? Wenn jemand hier ist, der den Namen Hans trägt, können Sie dann bitte jetzt einmal Ja sagen? Paraskop. Hans, sind Sie das jetzt? Wenn Ihr Name Hans ist, könnten Sie dann bitte in meine Richtung gehen? Und wenn Ihr Name nicht Hans ist, würden Sie dann bitte in Michas Richtung gehen? Sehr gut. Dann haben Sie wohl einen anderen Namen. Sind Sie denn wieder dieser Fan oder Finn? Wenn Ihr Name Fan oder Finn ist, kommen Sie dann bitte nochmal zurück. Das war knapp. Wie lange? Wie? Wie lange? Wie lange? Nur kurz. Wenn Sie Fan oder Finn sind und etwas von uns wollen oder uns etwas mitteilen möchten, dann bitte ich Sie jetzt nochmal einfach Ja zu sagen. Könnte ein Ja gewesen sein. Okay. Wenn ich jetzt unterstelle, dass Sie Fan oder Finn sind, haben Sie eine Botschaft für jemanden? Ja. Können Sie den Namen des Ortes sagen, an dem wir uns befinden? Ja. Ja, wir waren jetzt oben auf dem ersten Turm. Da gab es schon aus der Zwischenetage ein paar Geräusche. Sonja saß ganz unten und wir waren oben. Und Sonja hat gedacht, das Geräusch kommt von uns oben. Wir haben gedacht, das Geräusch kommt von Sonja, aber wahrscheinlich war das dann in der Zwischenetage. Es war auch mehrmals ein Klopfen, Knacken zu hören. Da es aber sehr warm oben im Turm war, haben wir uns entschlossen, rauszugehen. Oder? Von ihr? Nein. Dann war es vom Zwischenstock. Ja. Anschließend sind wir zum Appellplatz hintergegangen und haben dort ein Sit-In gemacht und sind dann in die Aktive rübergegangen. Und ziemlich schnell hat sich auch eine Kommunikation aufgebaut über den Rampot, der dann mehrfach ausgeschlagen hat. Sonja hat dann auch einen Namen gleich im Kopf gehabt. Und daraufhin hat der Rampot wieder ausgeschlagen. Und dann haben wir gedacht, wir probieren nochmal die App aus. Leider war es diesmal vor Ort nicht viel zu hören.
Es war auch sehr viel Englisch und Französisch rauszuhören. Jetzt muss ich mal bei der Auswertung schauen, was unsere Öhrchen vor Ort nicht gehört haben, ob noch was dabei ist. Nun wollten wir im Innenhof die Untersuchung weiterführen und dazu die Kinect im Einsatz bringen. Wir positionierten die Kinect nun auf Sonja gerichtet, mit dem Gedanken, dass sich gegebenenfalls jemand bei Sonja aufhält und wir dies über die Kinect zu Gesicht bekommen. Auch der REM-Pod und das Paraskop wurde wieder positioniert. Sitzt hier auf einer Bank, falls Sie die sehen können. Können Sie sich zur Sonja setzen? Oder wollen Sie lieber doch mit Sonja sprechen, so wie Sie es vorher schon getan haben? Licht. Guten Tag. Kinect? Nein, oder? Mhm. Das war ich. Können Sie versuchen, das Licht auch wieder auszumachen? Wie viele seid ihr? Waren auch Frauen hier ab und zu? Könnte ich mir gut vorstellen. So hin und wieder. Zu Feierlichkeiten wurden sie eingeladen. Ich möchte mich mal noch mal vorstellen. Mein Name ist Sonja. Ich bin hier mit meinen Freunden und wir würden uns gerne mit ihnen unterhalten. Vielleicht ist uns das heute schon ein paar Mal geglückt. Und deshalb würde ich Sie bitten, dass Sie noch einmal alle Ihre Energie zusammennehmen. Ich weiß, Sie haben sich jetzt Energie genommen. Damit Sie noch einmal zu uns kommen, sich nicht irritieren lassen von den anderen Stimmen. Ich befinde mich hier im einzigen Wohnhaus der Burg. Hier wohnte der Vogt mit seiner Familie. Der Vogt auf dem Hohenberg zu sein, das war ja schon etwas Besonderes. So hatten sie ja nicht nur die Zehnten zu verwalten, die sie aus dem Dorf oder aus der Stadt bekommen haben, sondern sie haben sogar noch extra Geld bekommen. Aber
Wohnhaus hier. Ein bisschen schlossartig fast. Hat ja auch ganz andere Zeiten gesehen. Im 30-jährigen Krieg. Angriffe durch Franzosen und Schweden. Vielleicht sind Sie selber ein Franzose oder ein Schwede. Oder geben Sie uns ein Zeichen, wenn wir woanders hingehen wollen. Wenn Sie... Okay, vielen Dank. Oh, Horoskop. Gut. Kommen Sie doch noch ein Stückchen näher dann vielleicht? Oder möchten Sie, dass wir da rausgehen? Wenn Sie möchten, dass wir da rausgehen, aus dem Tor, dann würde ich Sie bitten, genau da jetzt hinzugehen. In diese Richtung. Wenn Sie möchten, dass wir hier bleiben, dann können Sie ja einfach mal schauen, wer jetzt gerade mit Ihnen redet, wer hier außer mir noch steht. Sind Sie ein Kommandant dieser Festung? Dann würde ich Sie bitten, wenn Sie ein Kommandant dieser Festung sind, dann kommen Sie doch zurück in meine Richtung. Meine Stimme können Sie sicher hören. Wenn Sie kein Kommandant sind, dann kommen Sie doch auch noch mal zurück und verraten Sie uns, was Sie sind. Was war Ihre Funktion auf dieser Festung? Sind Sie der Vogt? Sind Sie der Befehlshaber? Okay. Wenn Sie mit uns reden möchten, dann kommen Sie doch bitte jetzt in meine Richtung. Kommen Sie doch zu mir. Ich stehe hier und würde mich freuen, Ihre Bekanntschaft zu machen. Können Sie meine Stimme hören? Dann würde ich Sie bitten, meiner Stimme zu folgen in meine Richtung. Sie auch noch einmal. Bestimmt haben Sie Ihren Namen schon gesagt und werden es als sehr unhöflich, dass ich Sie jetzt trotzdem nicht mit Ihrem Namen anspreche, aber ich habe es leider nicht gehört. Ich möchte also noch einmal fragen, waren Sie der Vogt? War dies hier gewissermaßen Ihr Haus? Hatte der Vogt mit Sofa? Kommen Sie gerne weiter in meine Richtung. Sie dürfen gerne schauen, wer da mit Ihnen redet. Würde mich sehr freuen. Freut mich auch jetzt, dass Sie bei uns sind. Ja, es bleibt rot. Ich würde mich freuen, wenn Sie noch ein wenig näher kämen. Vielleicht so. Also orange. Sie jetzt erschreckt, indem ich die Hand ausgestreckt habe, das glaube ich nicht. Na also. Kommen Sie doch noch ein wenig näher zu mir. Vielleicht können Sie ja meine Hand fühlen. Auf jeden Fall fühlen Sie meine Energie, so wie ich Ihre Energie fühle. Aktivieren.
Fazit für mich von dieser Untersuchung sind eigentlich so zwei, drei Punkte, die mir so in Erinnerung geblieben sind. Unter anderem einmal das Periskop, das wieder eine Rolle gespielt hat, das aber ein ganz anderes Bild gezeigt hat, diesmal gerade in diesem Turm, wo man ja so diese typischen, sag ich mal, Abläufe, die waren diesmal ein bisschen anders. Also man hat erstmal so diese grüne Phase gehabt, eine längere Zeit. Das haben wir dann auch mitverfolgen können. Das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Periskop reagiert anders, unterschiedlich, verschieden, auch wieder auf Ansage. Finde ich schon spannend. Der zweite Punkt, was ich so ein bisschen im Kopf hatte oder noch habe, ist einfach der Rampot auf diesem Appellplatz, wo plötzlich reagiert hat, wo wir, oder ich persönlich erst gedacht habe, okay, Insekten spielen vielleicht hier auch eine Rolle, haben das aber überprüft, Sani ging ja hin, dann auch mit der Taschenlampe, hat gesagt, nee, da sitzt nichts, da ist nichts, was es auslösen kann. Selbst auf Ansage von Sonja, auch da wieder der Rampot plötzlich wieder stillgehalten hat. Das sind so zwei Punkte, die für mich auf jeden Fall, was den Hohenberg betrifft, auf jeden Fall im Kopf geblieben ist. Wir haben dieses Mal die App wieder ausprobiert, da wir das letzte Mal sehr gute Ergebnisse hatten, sehr viel auf Deutsch auch hatten. Was diesmal interessant war, wir hatten nichts Deutsches. Also ich habe es mir auch zweimal angeguckt bei der Auswertung und wir hatten sehr viele englische Sachen mit dabei. Und das war für mich dann wieder sehr interessant, weil das dann für mich ein Zeichen ist, dass da nicht alles abgespeichert ist, weil sonst würden ja andauernd deutsche Antworten kommen oder nur englische Antworten. War zwar auch auf der einen Seite ein bisschen schade, dass nichts mit dabei war, aber auf der anderen Seite ist für mich wieder schön zu sehen, dass es eben in dem Fall wohl doch funktioniert. Ja, also bei dieser Untersuchung auf dem Hohenberg war es so, dass ich diesmal gesagt habe, ich setze mich an die Base, ich überwache sämtliche Kameras, weil einfach auch, naja, es stand in freier Natur, es war frei zugänglich und bevor es wegkommt, habe ich gesagt, ich setze mich dahin. Es ist auch mal interessant zu gucken, was passiert, weil sonst sehen wir das immer erst in den Auswertungen. Ja, und ich saß da allein, es gab dann doch so ein paar Momente, wo ich dachte, so, jetzt ist mein Team aber ganz schön lange weg, jetzt könnten sie doch mal wieder auftauchen. Des Weiteren haben wir auch während der Untersuchung Flüstern gehört. Als wir nachgefragt haben, hat Sonja uns bestätigt, dass sie nicht geredet hat. Natürlich haben wir auch Sonjas Cam dann ausgewertet und unsere Cams. Wir haben das Flüstern auch drauf. Und man sieht natürlich dann auch schön, dass Sonja wirklich nicht geredet hat, dass wir alle still waren. Also das war dann schon sehr interessant. Also man dachte eigentlich, dieser Appellplatz sei ja eigentlich dieser Hotspot. Jetzt war ich doch sehr erstaunt über die Auswertung, dass wohl eher der Turm der Hotspot war, was EVP-technisch zu belegen ist. Schauen Sie sich ruhig in Ruhe rum, was wir da mitgebracht haben. Kannst du bitte nochmal kommen? Diesmal hat uns ganz stark bewegt, während der Auswertung, gerade wo es um EVPs geht, die Art und Weise der Frequenz, wie hören wir Menschen. Und wir einfach auch im Team selber festgestellt haben, jeder von uns hört unterschiedlich. Der eine hört die höheren Töne eher, der andere hört die tieferen Töne immer besser. Und daraus haben wir einfach jetzt mal für uns im Team gesagt, ist es möglich, wir hören jemand reden, der eine versteht, was gesagt wird, der andere hört nur ein Flüstern oder sonst was, kann aber nicht rein oder hört nicht raus, was gesagt wird. Und da ist jetzt im Moment auch zu schauen, wo sind die Frequenzen? Die VR-technisch haben wir diesmal auch keine Auffälligkeiten, die uns jetzt, sag ich mal, die diskussionswürdig wären. Da hat man auch wieder die Kinect dabei. Wir wollten diesmal schauen, ob Sonja als Trigger-Objekt sozusagen fungieren konnte. Dass, ja, sie war hauptsächlich auf der Kinect zu sehen und wir wollten einfach schauen, ob sich jemand zu Sonja mit dazugesellen möchte. Leider haben wir da kein Ergebnis erzielen können. Wir haben auch mit Lichtern diesmal experimentiert und haben zwei kleine
Lichtlein aufgestellt, die bei Berührung angehen und eigentlich wieder ausgehen. Ja, das eine ist zwar angegangen, aber nicht wieder ausgegangen, aber da kann ich leider nicht ganz ausschließen, dass es einfach ein technischer Defekt ist. Ja, aber ich werde es auf jeden Fall weiter probieren und nochmal das nächste Mal mitnehmen wieder und vielleicht haben wir da bessere Ergebnisse dann. Ich danke mich auch auf dem Weg nochmal bei der Stadt Tuttlingen und beim Herrn Tini, der uns da zur Seite gestanden ist, die gesagt haben, kommt mal vorbei auf den Hohenberg, mal gucken, was ihr rauskriegt. Der Tini hat geschichtlich uns noch klar viel erklären können und erzählen können, hat viel gezeigt und toll, dass das so funktioniert hat. Deswegen Open BUs ja, klar, aber eben mit Handicap.